Wir sind bei Kai Gimmler. Grüß dich, Kai. Hi Sven, grüß dich. Ja, du hast einen ganz tollen Mitarbeiter aus der Oberpfalz. In der Tat. Er ist da. Nicht nur einen guten Mitarbeiter, das ist einer von meinen guten Mitarbeitern. So, ich schreibe mal kurz das Licht an, denn wenn er nicht dabei ist, geht das Licht an. Ich grüße dich ganz herzlich. Wir werden heute mal Fahrräder vorstellen von Merida, genau, mit Shimano-Motor. Ganz tolle Fahrräder. Und was es damit genau auf sich hat, was Merida ist, was so ein bisschen klingt wie eine Zitronenlimonade von früher, das werden wir mal erfahren. Ganz tolle Qualität und ja, vielleicht erfahren wir mal was Neues. Wenn du dich mal kurz vorstellst. Ich bin der Andi, bin seit Februar letzten Jahres mit dem Team beim Gimmler Kai. Und macht Spaß hier zu schaffen, ist Verkauf, Werkstatt, solche Sachen. Das klang ziemlich überzeugend. Ja. Ja. Macht Spaß hier zu schaffen. Man muss auch dazu sagen, ihr hattet die letzten Wochen, war sehr stressig, oder? Ja, war wirklich es gab Tage mit 12, 14 Stunden, oder? Das stimmt, ja. Gab es ja auch bezahlt? Natürlich. Kai, erstmal vielen Dank. Wir schauen uns die Fahrräder mal ganz kurz an. Kai, wenn du mal kurz noch mal mitkommst. Denn als du auf die Idee kamst, Merida mit ins Programm reinzunehmen, ja, da kannte ja noch kein Mensch Merida. Und ich, selbst ich habe mich gefragt, was ist denn Merida? Ja, pass auf, so unbekannt sind die gar nicht. Sag mal, wer schon früher in der Mountainbike-Szene mit dabei war, das waren so Ende der 80er, waren das so Anfang 80er war es sogar schon, waren das so mit die ersten, die mit Mountainbikes auf den deutschen Markt geprescht sind. Damals war der Markt nämlich noch sehr stark amerikanisch geprägt, da waren das so die ersten Asiaten. Um ehrlich zu sein, damals haben wir so ein bisschen die Nase gerümpft. Heute mittlerweile kommt eh alles aus Asien und die Qualität von den Rädern ist einfach geil. Du hast hier immer diesen Carbonrahmen drin. Warte, bitte einmal klopfen. Wenn man mal drauf klopft, das ist also alles hier aus Kunststoff, alles schön integriert. Also aus meiner Perspektive im Moment eines der schönsten Räder, muss ich sagen. So ist es. Also obendrauf ist nochmal Kunststoff überzogen, richtig? Nee, das ist Carbon, das ist dann lackiert. Ne? Das ist durchgehend, ist das ein Kunststoff, ein glasfaserverstärkter Kunststoff. Okay, alles klar. Carbonfaserverstärkter Kunststoff. Carbonfaserverstärkung. Erstmal vielen Dank, Kai. Gerne. Und ich mache mal die Produktvorstellung dann mit dem Andi. Andi, so ja. Ist es ja. Man sieht das sehr, sehr schön. Wo fangen wir an? Also wir haben eine günstige Einstiegsvariante. Das ist da vorne das silberne Rad. Genau, zeigen wir mal ganz kurz. Vielleicht mal vorab mal der Preis. Ist es ein vollgefedertes? Das ist ein vollgefedertes. Relativ gutes Trail, abgestimmtes Mountainbike, allerdings ohne versenkbare Stütze. Also irgendwo muss man natürlich auch ein bisschen sparen. Kann man nachrüsten. Kann man aber nachrüsten, genau. Liegt bei 3,599 vom Einstieg her. Ist schon mit Deore ausgestattet. Der E7000 Motor ist da drauf mit 60 Newtonmeter. Reicht aber tierisch aus. Und ist so, ja, gut vom Handling, weil es ein bisschen kürzer ist. Vom Merida selber sind die Rahmen relativ kurz. Mhm. Hat also den Vorteil, dass man einfach ein bisschen wendiger ist mit dem Ganzen. Ja, das Schöne ist auch, ich zeig's mal gerade, die Schaltgruppen, du hast es eben schon erwähnt, Deore von Shimano, das ist, glaube ich, die mittlere Schaltgruppe? Das ist die mittlere, also das ist die Basis quasi der besseren Schaltgruppen. Es gibt ja, Deore ist die Basis, dann gibt es LX, XT, XTR, das baut quasi immer alles auf dem Schaltwerk auf. Genau, so sieht's aus. Hier vorne habe ich einen Ritzel vorne drauf, Shimano, da geht auch nur ein Ritzel. Shimano als, ich sag mal, Weltmarktführer bei Schaltungen, es gab mit dem Motor nie Probleme, oder? Habt ihr irgendwelche Probleme gehabt? Also wir jetzt selber nicht und muss auch sagen, das ist ein relativ zuverlässiger Motor, der wirklich ziemlich selten irgendwelche Zicken macht. Ja, so ist es. Und selbst wenn es mal passieren sollte, wichtig ist auch noch, die Batterien halten ganz gut. Das heißt also, oft gibt es Batterien, die, wenn man sie falsch behandelt, schon mal echt sauer reagieren. Ich hatte mal zwei Batterien von Panasonic, beide kaputt gegangen, weil ich sie nicht entladen habe. Das habe ich aber bei Bosch und bei vielen, ich sag mal, Anbietern nicht so gehört. Also bei den neueren ist es sowieso so, das Lithium-Ionen hat keinen Memory-Effekt. Also da ist es nicht mehr so wie früher, dass man sie komplett leer machen muss, um dann wieder aufzuladen und sowas zu vermeiden halt. Eben, es ging hauptsächlich, ich hatte die im Winter vollgeladen und dann vollgeladen gelassen. Ja. Und da muss ich sagen, das haben die mir nicht verziehen und da ist sogar die Elektronik kaputt gegangen, bei beiden Akkus. Ja. Ja, Wahnsinn. Also hier ist überall ein Management mit verbaut. Das heißt also, immer wenn ich sowas mache, zum Beispiel, wenn ich es komplett vollgeladen hätte, dann würde das Management dafür sorgen, dass also da nichts mehr passiert. Also der macht ab und zu so, simuliert ja quasi so eine Bewegung in dem Sinn, sodass also hier der Akku nicht kaputt geht. Okay, wir gehen mal ganz kurz auf die Dämpfer ein. Santur? Ja. Der Santur-Dämpfer selber ist, halt wie gesagt, so ein bisschen der Einstiegsdämpfer. Wenn ich jetzt irgendwelche ganz großen, weiten Sprünge machen wollte, dann wäre das Fahrrad
nicht ganz so interessant, weil es, also das Evon 20 hat nur 120 mm Federweg und ist ja einfach, sage jetzt mal so, das Einstiegsmodell. Ne? Ist das hier zum Beispiel geeignet? Ich fahre hier zum Beispiel auf dem Trail. Ich bin im Wald unterwegs, ja, einfache Strecke. Ich springe jetzt nicht, also viele springen ja gar nicht, ja, sondern ich kann damit über Stock und Stein fahren, alles drum und dran, ist aber nicht für einen harten Einsatz. Genau, so kann ich's, so ist es am besten erklärt, ja. Es geht aber auch nicht kaputt. Es geht aber auch nicht kaputt, wenn man mal sowas fährt, dann sage jetzt mal, wenn es jetzt nicht die Regel wird, ne? Dass ich jetzt sage, okay, ich fahre jetzt nur noch in so Bikeparts und mache nur noch Sprünge und solche Sachen. Das soll man am besten vorher sagen. Dann wäre das verkehrte Rad. Hier vorne die entsprechenden Buchsen, die man hier sieht, ist das ordentlich verarbeitet, hier die Lager? Da gab es bisher keine Probleme. Super. Hier unten sieht man schöne Details, wie zum Beispiel das Carbon. Ist es hier auch Carbon oder ist es Alu? Das ist Alu. Das ist Alu. Das ist noch Alu. Sieht man hier schön an den Schweißnähten. Ja. Ne, bei Carbon selber ist wie jetzt hier komplett glatt. Also da. Und der Klang ist natürlich auch anders. Ne? Ja, auf die Fahrräder gehen wir auch gleich mal kurz ein, aber es ist schön gemacht. Hier unten habe ich einen Kettenschutz mit drin, der komplett integriert ist über die ganze Länge. Richtig, das macht Merida immer. Also das ist bei sämtlichen Modellen jetzt so. So, gehen wir auf die andere Seite. Bremsen. Fast so wichtig wie die Schaltung. Richtig, ich habe hier aber Shimano-Bremse drauf. Das ist ja, also auch vernünftige Bremse, die ja so in dem Allround-Bereich ganz gut funktioniert. Der Motor ist sehr klein und leicht? Der ist sehr klein und leicht, ja. Mit, wie gesagt, 60 Newtonmeter, auch sehr leistungsstark. Ja, die Batterie ist jetzt nicht voll integriert. Das gibt es dann bei den nächsten Modellen. Da sind die im Rahmen sogenannte Intuit-Purpose mit drin. Aber trotzdem ist er jetzt nicht so wie so ein Fremdkörper obendrauf, oder? Nö, der ist also tatsächlich mit so ein bisschen Abdeckungen und solche Sachen geschafft worden, sodass er also besser integriert ist, ja. Sehr, sehr schön. Also nochmal zusammenfassen. Ich habe ein ganz kleines Display, das ist mittlerweile Standard. Das heißt also bei so, ich sag mal, Mountainbikes darf es gar nicht so riesig sein. Das, der Name von dem Display ist wie? Das ist das das müsste das 7000er auch sein. Das 7000er Display, ist das farbig? Das ist nicht farbig, das ist also nur, wie gesagt, schwarz-weiß. Genau, hier vorne gibt es dann Stufen, ich habe hier zwei Schalter. Da kann ich dann einmal die Leistungsstufe von dem Motor rauf und runter schalten. Warte, ich guck mal gerade, dass ich scharf kriege. Jetzt habe ich scharf. Da vorne, wenn du mal so lieb bist, da mal drauf drückst. Da sieht man natürlich jetzt nichts, aber hier ändert sich quasi die Schaltstufe. Genau, man kann es auch piepsen lassen auf Wunsch. Könnte man, ja. Wir haben es ausgemacht, weil es nervt. Genau, also ich kann Boost, Trail, Eco und so weiter einstellen. Das heißt aber auch, wenn ich jetzt auf Boost gehe, Walk geht auch. Ja. Walk heißt was? Walk heißt, dass wenn ich jetzt zum Beispiel einen Notabstieg mache, irgendwo mitten im Gelände und vielleicht nur noch 2-3 Meter nach oben habe, dann kann ich mir das Rad schieben lassen. Das heißt, ich stelle hier auf Walk. Jetzt hole ich es mal kurz raus. Es steht jetzt auf Walk, gell? Genau. Drücke nochmal die Taste und dann rollt das Rad von selber, beziehungsweise schiebt sich selber hoch mit Motorunterstützung. Was ganz praktisch ist, glaube ich, wenn es sehr steil ist. Wirklich praktisch ist, weil ich dann tatsächlich trotz alledem das Rad dann wieder bewegt kriege irgendwo. Ja, kommen wir nochmal grundsätzlich auf das Thema Elektrofahrräder zu sprechen, ja. Denn man sieht sie immer mehr auf den Straßen. Ich habe schon fast das Gefühl, es gibt mehr Elektrofahrräder, die man sieht, als normale Fahrräder. Es ist komplett angekommen, oder? Ich würde sagen, ja, weil wir verkaufen mal fast nichts anderes mehr. Der Vorteil ist, die Berge werden egalisiert. Das ist zwar für einige, ich sag mal, die sagen, ich will die Anstrengung am Berg haben, aber es gibt auch einige, die sagen, ich möchte gern gleichmäßig trainieren. Das heißt, ich habe die Bergabfahrt, Berghochfahrt. Schlimm ist es, wenn ich im ganz bergigen Gebiet bin und dann nicht so auf Berge stehe. Ja, also mit einem E-Bike selber kann eigentlich dann nicht wirklich irgendwas ja, passieren, sagen wir so, ich egalisiere, wie du sagst, die Berge halt, die dann Kraftausgleich teilweise zwischen Mann und Frau wird dann noch ein bisschen meistens im Raum gestellt, wenn man sowas kauft. Es ist halt, manchmal ist es aber etwas negativ, sage ich jetzt mal, weil viele sich dann auch überschätzen. Ne? Wenn ich dann irgendwo in ein Gelände reinfahre, wo ich normal krafttechnisch gar nicht hinkommen würde oder von meiner Fahrtechnik nicht das Ganze packen würde, dann ist natürlich so manch einer mit so einem Rad dann einfach da, wo er eigentlich gar nicht hingehört. Das ist die Negativseite, aber es hat eigentlich mehr positive Seiten. Ich bin also nicht mehr so verschwitzt, wenn ich zur Arbeit fahren will. Ich fahr viel öfter, also bei mir ist es zumindest. Ja. Das macht Höllenspaß. Das also macht richtig Spaß, ja. Genau, es fährt bis 25 km/h quasi, wenn man will, fast von selbst. Ja. Man kann auch nur bei 25 km/h bleiben, dann tritt man so ein bisschen mit, hat trotzdem sich bewegt.
Ja, man bewegt sich sogar mehr. Es sind Studien gewesen, dass also sogar 60% mehr sich bewegt wird. Die Kraft muss ich natürlich, ist natürlich weniger, durch das, wo der Motor ja quasi meinen elektronischen Oberschenkel, sage ich immer, unterstützt. Ne? Aber ansonsten ist es so vom Drumherum her halt doch leichteres Radfahren. Und gerade für einen Wiedereinsteiger halt einfach phänomenal einfach wieder irgendwo da Fuß zu fassen. Andi, wenn du mal gerade so lieb bist, das mal wegschiebst, dass wir mal besser an das Rote rankommen. Das ist jetzt die nächste Preisklasse. Das ist denn, wie wir eben erfahren haben, schon Carbon. Ja. Carbon ist ein Verbundwerkstoff, sehr leicht, sehr steif. Genau, so ist es. Also es ist sehr verwindungssteif, überträgt mir halt einfach auch die Kräfte besser. Wenn ich also reintrete, habe ich da etwas mehr Kraftübertragung durch das Carbon. Ist etwas giftiger, sagt man eigentlich auch. Ne? Ich habe aber ein voll gefedertes Rad, deswegen ist das nicht so schlimm. Genau so ist es. Hier sieht man das Gleiche. Hier ist jetzt ein anderer Dämpfer drin? Der ist etwas hochwertiger. Ist auch noch eine Sandtour, aber es ist... trotzdem ein hochwertigerer Dämpfer. So, der Federweg hier vorne ist auch deutlich größer. Das ist jetzt das Evon 40, das ist also 40 mm Federweg vorne. Im Gegensatz zu den 20, halt doch mehr dann ausgelegt für Sprünge auch mal. So mittelmäßiges bis steiles Gelände in dem Sinne ist mit dem Rad also kein Problem. Ich kann die Fahrräder Probe fahren hier? Jederzeit. Hier ist das gleiche Schaltwerk drauf hinten? Das ist auch das Deore, ja. Also die haben eigentlich, ich sage immer, das Deore-Schaltwerk selber ist so wie der Ackergaul. Der geht also überall durch. Aber wenn er mal leicht verdreckt oder verschlammt ist, schaltet das trotz alledem immer noch präzise. Also es muss nicht die XT sein? Muss nicht unbedingt die XT sein, nein. Genau, also nicht, dass einer sagt, ich will XT haben. Preis von dem Rad? Das liegt bei 4,599. Ja, dazu muss man sagen, wenn Sie angestellt sind und sind Arbeitnehmer, dann kann man das Ganze auch leasen. Das hat den Vorteil, dass man bis zu 30, 40, teilweise noch darüber hinaus noch sparen kann. Das hängt davon ab, welche Steuerklasse man hat. Zum einen, ja. Und natürlich auch, wie viel ich verdiene, wie viel Steuern ich zahle, genau, und so weiter. So ist es, ja. Das läuft dann so ab, ich glaube, es sind immer 3 Jahre, 36 Monate? Es sind 36 Monate und ich habe normale Rate zu zahlen und wie gesagt, der Staat selber legt noch etwas drauf, weil es ja vom Brutto weggeht und habe dann netto quasi dann nicht mehr ganz so viel abgezogen. Also bei so einem Rad selber sind es so um die 120 Euro, was normal abgezogen wird und man hat dann so um die 70, 80 Euro, was man nur selber tragen muss und die nochmal. Differenz liegt quasi... Jetzt habe ich es verstanden, das heißt, ich kriege normalerweise ein Bruttogehalt, so, genau. Das Bruttogehalt, das wird versteuert und hier hat man eine Gehaltsumwandlung. Genau so das bedeutet, die monatliche Rate wird vom Bruttogehalt abgezogen und nicht vom Netto. Genau so, ja. Ja, das sollten viele machen, dazu muss man nur einen Rahmenvertrag machen, oder? Der Arbeitgeber macht einen Rahmenvertrag und der Arbeitnehmer profitiert dann quasi davon, weil er etwas weniger Steuern zahlen muss. Ja, wenn ich aber jetzt nur den Rahmen kriege, weil ich einen Rahmenvertrag gemacht habe, ja, ich brauche dann noch die Räder und alles andere noch drumherum, oder? Da kommt er dann zu uns, das machen wir dann mit ihm. Das war ein Spaß, ja. Das heißt, der Arbeitgeber macht einen Rahmenvertrag, dann können alle Arbeitnehmer in Absprache mit ihm Fahrräder leasen. Und das haben wir bei uns jetzt sogar gemacht. Es gibt es schon seit einigen Jahren, kommt aber immer mehr in Mode an, oder? Ja. Das sind also letztes Jahr zu dem Jahr ist also schon wieder eine gewaltige Steigerung, weil es jetzt ein bisschen mehr Rubrik gemacht worden ist und halt viele dann auch jetzt nutzen dann. Ja. Was ist noch anders gegenüber dem Einsteiger hierbei? Das heißt, der Rahmen ist schon mal anders? Der Rahmen ist schon mal anders. Die Sattelstütze, glaube ich, auch, die verstellbar? Die Sattelstütze ist jetzt verstellbar in dem Fall. Also ich habe hier nur noch den Hebel zu drücken und kann dann quasi den Sattel absenken mit meinem Körpergewicht, wenn ich also wieder drauf drücke und entlastet habe. Gerade mal machst, dann zeige ich das mal. Gerade da vorne ist der Hebel, warte, ich muss gerade scharf stellen. Jetzt. Ja, das ist der Hebel, praktisch rauf und runter. Genau. Und wenn du es jetzt mal zeigst. Also mit Körpergewicht quasi drücke ich den nach unten und wenn ich wieder den Hebel drücke, kommt die wieder raus. Es gibt Leute, die benutzen das sogar zur Einstellung. Wenn mehrere Leute das Fahrrad benutzen, kann jeder sich das sofort einstellen auf die Höhe. Machen manche, ja. Also der eine fährt es mit der kleinen Einstellung, der andere mit der großen Einstellung. Man soll es eigentlich nicht in so eine mittige Einstellung machen, da die Dichtungen und mehr drunter leiden dann einfach. Ja. Also die sollte schon komplett ausgefahren werden. Ja, aber es gibt Leute, also man soll es nicht dauerhaft so betreiben, so ist es. Es gibt aber auch Leute, die benutzen das als Einstiegshilfe. Was heißt das denn? Als Einstiegshilfe selber, also ich sag's den Leuten immer, wenn sie versuchen, so ein Rad dann
zu übersteigen, sage ich immer, am besten einfach mal den Lenker zu einem drehen, dann kommt es etwas näher und dann kommt ich ganz leichter drauf. Wenn das immer noch nicht reicht, kann ich also quasi hierher gehen und kann den Sattel absenken und dann komme ich auf jeden Fall ganz locker da oben drüber und sitze dann eigentlich schon auf dem Fahrrad und wenn ich dann entlaste in dem Sinn, kann ich also den Sattel hinstellen, so wie ich ihn brauche. Das bedeutet, während der Fahrt, wenn du jetzt mal simulierst am Berg als Beispiel, dann ist ja das Hinterrad höher wie das Vorderrad und dann besteht die Gefahr, dass man kippt und dann ist es sehr sinnvoll, um die Kontrolle zu behalten, dass der Sattel ganz unten ist. Genau, und dann gehe ich ja quasi mit einem Schwerpunkt nach hinten übers Rad quasi, sodass ich mehr Kontrolle über das Fahrrad dann einfach ab. Und dafür ist er eigentlich gedacht worden, also die absenkbare Stütze. Hier vorne sieht man auch noch die, ich sag mal, die ganzen Schaltungen, die sind prima integriert direkt im Rahmen mit drin. Ich habe einen ganz tollen Einschalter, der ist hier im Rahmen integriert. Der ist wirklich sehr stylisch, ja. Der blinkt auch noch. Es ist angeschaltet. Das ist auch das einfachste Display jetzt hier. Es hat also quasi nur farblich die Abstufungen quasi zum Sehen. Es ist halt, um nochmal Gewicht zu reduzieren, wenn ich also wirklich im vollen Einsatz bin und mich wird es wirklich mal auf die Nase legen, dann habe ich also nicht die Gefahr bei dem hier, dass irgendwie mein Display kaputt geht, weil ich habe nur, wie gesagt, das Kleinste dran, also Gewichtsreduktion und... Unglaublich beliebt, muss man sagen. Das Display ist, obwohl man gar nichts mehr sieht, ja. Man sieht aber trotzdem noch, wie viel drin ist, das heißt grün, rot und so weiter, es wird angezeigt. Auf jeden Fall, also es wird angezeigt, wie viel Power, das ich noch habe und es wird also angezeigt, in welcher Stufe, dass ich mich gerade befinde und das hat, wie gesagt, farblich abgestimmt. Sehe aber keine Geschwindigkeit mehr, sehe nichts mehr und so weiter. Ich kann das andere Display jederzeit nachrüsten. Richtig? Genau, also wenn ich das alles sehen möchte, dann muss ich mir halt das entweder das 7000er oder das 8000er dann nachrüsten, ist also kein Thema. Genau, also das ist wahlweise, aber ganz viele stehen drauf, man sieht so gar nicht mehr, weil viele gucken ja erstmal aufs fette Display, das ist bei einem Mountainbike natürlich reduziert, macht vielen viel mehr Spaß, gerade jungen Leuten, die brauchen das gar nicht, oder? Richtig, so ist es. Also wenn ich jetzt wirklich ins Gelände gehe, dann ist mir das eigentlich egal, welche Geschwindigkeit also ich fahre. Da möchte ich eigentlich nur die Kraft haben, sage jetzt mal, das Gelände zu meistern. Und ob ich da jetzt mit 25 runterfahre oder ob ich da mit 18 runterfahre oder wie auch immer, das interessiert mich da eigentlich weniger. Ne? Was man immer öfter sieht, sind ganz junge Menschen. Das heißt also 14-Jährige, 15-Jährige, die sich jetzt Fullies kaufen mit Motor. Ja. Die grinsen da über die Straße fahren und da siehst du einen mit, einen ohne. Also das sind nicht nur noch, ich sag mal, die Älteren wie wir. Ja, die fliegen halt den Berg so hoch, wie sie runterfahren. Ne? Das ist halt, geil, oder? Ja, das ist schon früher nicht bei uns. Ne? Nee. Wir sind noch mit der Gondel hochgefahren. So, es gibt auch verschiedene Rahmengrößen, richtig? Natürlich, es so, gibt immer verschiedene. Das müsste M sein. Ja, ist M. So, M bedeutet, also wichtiges Probesitzen, also und sich auch beraten lassen. Wenn das jetzt ein Fahrrad ist, wie zum Beispiel für mehrere Personen, die es nutzen sollen, kann man sich auch die mittlere Größe zum Beispiel nehmen, M, da kann man noch ein bisschen ausgleichen, aber man sollte Probesitzen, oder? Na, auf jeden Fall. Auf jeden Fall Probesitzen. Das ist, ich sage immer, es von der Stange selber kann es ja nie passen, sage ich jetzt mal. Ja. Es muss immer irgendwo ein bisschen Nuance angepasst werden. Und sei es nur den Sattel vor oder zurück oder vielleicht einen anderen Sattel dann drauf, weil einen der gar nicht behagt. Der eine möchte dann vielleicht ein bisschen einen Rise Bar haben, also sprich etwas gekröpfteren Lenker halt einfach, dass er ein bisschen höher kommt zum Beispiel, weil er eher downhill-mäßigen Einsatz hat oder weil er es einfach bequemer haben möchte. Also es gibt immer einfach Gründe dafür, das einfach mal Probe zu fahren bzw. einfach Probe zu sitzen, dass man also einfach wirklich dann eigentlich eine Passform wie beim Schuh hat, ne? Dass man also wirklich keine Probleme hat beim Fahren dann. So, der Name von dem Rad, wie ist der Name? Das ist das Merida E140. E140, guck mal gerade hier vorne ist der Zettel, da steht es 4.599 Euro E140, jetzt kann man es lesen. Ja, wenn du also lieb bist, auch das mal wegstellst, dann zeigen wir mal das Silberne. Und das ist jetzt aus der Serie jetzt die Speerspitze, guck mal gerade aufs Preisschild, 5.099 Euro, Sekunde, jetzt sind wir scharf. Das E160, 5000 EP1 in Silberschwarz. Richtig, da sind wir jetzt bei einem RockShox-Fahrwerk angelangt. Also das ist dann doch die etwas höhere oder höherwertigere Ausstattung. Das E160 hat 60 mm Federweg, also es ist wirklich für schweres Gelände auch gedacht, sodass ich, also egal wo ich fahre, mit dem Rad immer ganz gut durchkomme. Ich habe hier noch eine Besonderheit, ich habe 920
Zoll vorne, 27,5 hinten. Das ist also etwas downhill-lastiger eigentlich das Ganze, sodass ich da etwas mehr Kontrolle einfach im Steilhang habe. Ich habe vorne etwas mehr die Unebenheiten ausgebügelt und hinten habe ich halt durch den breiten Reifen selber also etwas mehr Grip dann auch zum Fahren dann. Ihr verkauft die Fahrräder jetzt schon seit einiger Zeit. Gibt es Probleme mit den Rahmen? Irgendwelche Probleme? Gar keine, oder? Überhaupt keine, ne. Also mittlerweile gar nicht mehr. Das heißt, das Fahrrad besteht ja nicht jetzt beim Hersteller aus kompletten Teilen vom Hersteller. Es ist im Prinzip ein Zusammenbau aus ganz vielen Komponenten. Oft kommt nur noch der Rahmen vom Hersteller und die Teile, also Zu das... Die Teile selber sind meistens von Shimano oder von irgendwelchen anderen, wie jetzt RockShox oder. Das sind also verschiedene Hersteller im Spiel, ja. Jetzt ist ja 5.000 Euro ist schon eine Stange Geld, aber man kriegt ja auch ein ordentliches Fahrrad für, oder? Das stimmt. Wenn ich das Handling vergleicht habe mit dem Einstiegsmodell, ist natürlich das eine ganz andere Geschichte, ja. Okay, ich habe hier eine vollgefederte... Ich habe keine gefederte, ich habe ja Ihnen vollgefederte. Ich habe eine verstellbare Sattelstütze. Das ist auch wieder eine verstellbare Sattelstütze. Ups. Die kann ich also auch wieder absenken. Ne? Ist dabei, da ist auch der Zug ist innen drin. Ich habe meinen außen gemacht. Hier, genau. Hier ist jetzt ein Bluetooth-Anschluss mit dabei. Ich kann das Handy anschließen. Das geht übrigens auch beim Kleinsten. Also, das ist kein Problem. Also, ich kann immer, wenn ich anschalte, quasi. Moment hier. Immer wenn ich anschalte, selber habe ich 15 Sekunden, wo ich das Bluetooth finde, um halt dann entweder meine Motorstufen anzupassen oder vielleicht ein neues Update auf das Rad zu legen. Also das kann ich hier tatsächlich alles selber machen. Auch hier sind die Unterstützungsstufen, wenn du mal umschaltest. Das ist Farbdisplay? Das ist immer noch nicht das Farbdisplay. Das kleine Display. Unglaublich reduziert, muss man sagen. Also der Trend ging ja weg. Die ersten Bosch-Displays waren riesig. Und mittlerweile, wenn ich das hier jetzt sehe, das ist tatsächlich das Display. Da werden jetzt einige sagen, ja, das ist mir zu klein. Aber der Trend geht wirklich immer mehr zu winzigen Displays. Und diese Steigerung bei Shimano mit diesem Knöpfchen, das hat schon in sich, oder? Das ist, ich finde es genial. Es ist halt mal was anderes, ne? Jeder macht immer groß, groß und größer und noch mehr. Die meisten haben sowieso das Handy mit dabei, da läuft im Hintergrund die Radfahr-App. Ich habe also alles, was ich an Auswertungen brauche, quasi im Handy ja sowieso drin, also brauche ich es am Rad ja eigentlich nicht wirklich. So denken viele dann, ne? Also wenn ich dann das so einfach mal bei den Kunden dann auch nachfrage, dann ist es also oft so, dass die sagen, okay, außer die Geschwindigkeit interessiert mich da eigentlich nicht wirklich was. Ne? So, Unterstützung ist bis 25 Kilometer pro Stunde. Das heißt, es handelt sich rein rechtlich gesehen um ein Fahrrad. Das kann ich auch in ganz Europa einsetzen, ohne dass ich irgendwas machen muss. Ich glaube, das ist weltweit 25. Ich glaube, in Amerika sind es 32 Kilometer, die man fahren darf, aber hier sind es 25. Ja, so ist es. So, der regelt dann ab. Das macht der Shimano relativ sanft. Das heißt, es gibt Motoren, die machen so klack, da ist die Leistung weg. Der Panasonic, der alte, den ich hatte, der hat so richtig schön hart abgeschaltet. Sehr, sehr unangenehm. Und das Getriebe muss ich hier nicht mittreten bei Shimano. Das ist schon sehr gut gelöst. Das ist wirklich gut entkoppelt. Also es ist wirklich sehr gut gelöst. Also es ist wirklich nichts... was da großartig bremst. Ne? Das ist, glaube ich, auch wichtig, denn früher bei den Bosch-Motoren, es gibt jetzt auch noch Bosch-Motoren, da war das zwar nicht so schlimm, aber man hat so ein bisschen gespürt. Ja, also war schon merkbar, also dass sämtliche Leute immer gesagt haben, so ungefähr, wenn sie von einer Probefahrt kamen, ja, bis 25 war alles gut. Und dann habe ich gemeint, ich fahre gegen eine Wand. Also das ist die Aussage, die oft kam. Ne? Das ist aber hier nicht so. Das ist hier nicht so. Mit der neuen Bosch-Generation, muss man ganz ehrlich sagen, ist es auch nicht mehr. Ja. Shimano-Motoren, also muss wirklich sagen, Weltmarktführer baut Motoren, der hat das gut gemacht? Der hat es sehr gut gemacht. Also ich finde, den gleichzusetzen jetzt von der Abstimmung her, mit dem CX-Motor von Bosch selber, ist also... Das ist, glaube ich, was anderes, oder? Das traue ich mich. Okay. Also der Bosch CX ist also meiner Meinung nach fürs Gelände noch etwas besser abgestimmt, weil er halt eben auch als so einer entwickelt worden ist, der also wirklich im Gelände zu Hause ist, mit 75 Newtonmeter noch etwas kräftiger. Der hier mit 60 Newtonmeter ist etwas schwächer, sage ich jetzt mal, aber ich brauche im Gelände eigentlich nicht so viel Power in dem Sinn. Außer ich gehe richtig ins Steilgelände, dann ist natürlich die Kraftentfaltung vom CX noch etwas höher. Aber auch mehr Gewicht. Das muss man natürlich dann auch immer ein bisschen in Relation setzen. Also das Geld, was ich jetzt mehr bezahle hier bei dem Rad, das ist wirklich investiert in die Anbauteile, die hochwertiger sind. Das kann man schon sagen, oder? Genau. Ja. Hier vorne habe ich... Besseres Fahrwerk einfach, ne? Bessere Dämpfer. So vom drumherum her ein bisschen andere Ausstattung, einfach von der Bremse her, ne? Hochwertiger. Ich zeige mal gerade, hier sind...
auch eine Shimano-Bremse mit zwei Kolben? Genau. So, und vorne habe ich auch zwei Kolben. Auch zwei Kolben. Ich habe selber zwei Kolben auf 120 Newtonmeter. Ja. Vollkommen ausreichend. Man muss immer darauf achten, wenn man viel fährt. Die Bremsscheibe verschleißt auch. Und das kann gefährlich werden. Wenn die sehr dünn wird, bremst es zwar noch, aber die wird unglaublich schnell heiß. Genau so ist es. Und dann glüht sie halt eher aus, sagen wir so. Und dann fadet, so nennt man den Vorgang, die Bremse auf. Das heißt, ich habe dann, wenn ich wirklich im Steilhang bin, fast keine Bremsleistung mehr. Und da bräuchte ich sie normalerweise schon. Ne? Wo die Leute früher mal, ich sag mal, im Fahrradleben mal so 5.000 bis 10.000 Kilometer gefahren sind. Ich bin jetzt schon bei 12.000 Kilometer. Man fährt mehr. Ist wirklich so, man bremst aber auch viel mehr, weil die Geschwindigkeit ist ja auch höher, die man hat, mehr Gewicht, was drauf ist, und man sollte wirklich regelmäßig das Fahrrad mal checken lassen. Wie ist denn das bei euch, wenn ich ein Fahrrad kaufe bei euch? Kann ich das zu euch bringen zum Checken oder wie ist das geregelt bei euch? Selbstverständlich. Also wir verkaufen natürlich auch den Service mit. Ne? Also wenn jemand bei uns hier das Rad quasi mitholt, dann hat er natürlich die erste Inspektion mit dabei. Das heißt, also wir checken das Ganze nochmal durch nach 150 bis 300 Kilometer ungefähr. Man hat da ungefähr so ein halbes Jahr Zeit, ne? Das checken zu lassen, und dann wird halt alles nochmal nachgestellt. Also die Bremsen werden kontrolliert, die Schaltung wird nachgestellt, die Räder werden geguckt, ob die zentriert werden müssen. Ne? Das ist also schon von der Werkstatt her gut abgedeckt. Jetzt gucke ich mal gerade hier vorne steht noch eins, 4.999 Euro. Das ist, es stand jetzt die ganze Zeit da, wir haben es zwar nicht vorgesehen, aber wir stellen es gerade nochmal vor, ein gelbes, das ist jetzt auch, welches? Das Evon 40 gibt es also in dem Rot, wie wir es gehabt haben, und hier in dem Gelb. Hm. Das unterscheidet sich jetzt eigentlich vom Display noch etwas, also ich habe hier quasi das andere Display wieder verbaut, das etwas mehr Auswertungen zulässt, und ansonsten ist eigentlich so ziemlich... Aber ganz anderes Fahrrad, andere Farbe wieder, ganz andere Optik. Ich habe also andere Gabel mit drauf, ich habe da die Bomber Z2 drauf, also das ist also wirklich eine hochwertige Gabel, die also auch wirklich richtig im Gelände Spaß macht. Ich habe ein bisschen andere Bremsen mit drauf, also es ist schon nuancenmäßig anders abgestimmt als das Rote, aber es ist im Endeffekt so vom Rahmen her das Gleiche. Okay, sehr schön. Kostet 4.999 Euro das Merida E1 40 5000 EP1 in Gelb-Schwarz, diesmal in der Größe XL, wie es hier steht. Ja, vielen Dank, Andi. Wir sind bei Kai Gimler Bikes. Ihr seid in Bus, B-O-U-S. Genau. Das liegt tatsächlich in Deutschland, oder? Ja. Im Saarland. Genau. Genau, das Saarland liegt neben Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg, richtig. So ungefähr in der Nähe von Luxemburg, an der Grenze zu Frankreich. So ist es das. Gehört nicht zu Frankreich. Es gehört nicht zu Frankreich. Ihr liegt ungefähr zwischen Luxemburg und Saarbrücken. Genau, so. Mittig eigentlich, ja. Mittig, seid direkt in der Autobahn, ihr habt immer mehr Kunden, die von weit weg kommen, gell? Ja. Ist das schlimm? Nö, wir behandeln alle gleich. Ja, man hört so ein klein wenig, ja, du bist selbst aus natürlich Bayern, liebst das Saarland, hast es also kennengelernt, das hier ist ein ganz tolles Urlaubsland, oder? Ja. Es ist alles klein, es ist kompakt, sage ich jetzt mal, und ist wirklich wunderschön hier. Genau, das sagt nämlich jemand, der aus der Oberpfalz kommt. Ja, da ist es nämlich auch sehr schön, gell? Das stimmt, ja. Ja, sehr schön. Ja, wenn jemand Interesse habt, die Öffnungszeiten ganz einfach, dienstags bis samstags durchgehend? Genau, durchgehend, von 10 auf 18 Uhr. 10 bis 18 Uhr, montags ist geschlossen, aber genau. Dafür dienstags bis samstags 10 bis... Das ist natürlich für so einen Einzelhändler, ist das schon komfortabel samstags, oder? Für dich natürlich nicht so schön. Ja. Gut, dafür ist Montag frei. Dafür ist Montag frei, genau. Wir haben das Wochenende einfach um einen Tag verschoben. Ja, so ist es. Ich zeige es mal gerade hier vorne. Da sieht man es eigentlich, glaube ich, ganz gut, denn ihr habt unzählige kostenlose Parkplätze direkt vor der Tür. Es sind Hunderte, denn wir sind direkt in einem ganz großen Verbrauchermarkt und Parkplätze sind kostenfrei. Und ja, ist okay, Janni. Ich gehe mal kurz raus, dass wir das mal sehen. Und man kriegt also jederzeit auch Parkplätze vor der Tür. Und das Besondere ist, man kann die Probefahrt auch auf dem kompletten Parkplatz aufdehnen. Richtig. Und wir haben hinten sogar noch am Verkehrsübungsplatz. Da stört einem wirklich keiner beim Fahren. Außer es übt irgendeine Fahrschule oder so zufällig. Aber normalerweise hat man hinten auch Platz dann da zu fahren. Ja, im Prinzip, was Sie eingeben, ist EKC Buß. Da ist auch noch ein Rewe mit dabei. Bitte nicht die postalische Adresse eingeben. Ja, Sie finden es aber schon. Also das hier oben ist Kai Gimler, ja. Vielen Dank, Andi. Und ja, ja, wenn Sie Interesse haben, am besten Probe fahren. Das ist mein persönlicher Tipp. Und sich mal beraten lassen. Im Moment zu Corona-Zeiten ist die Wartezeit immer ein Ticken länger. Aber ich sag mal, es lohnt sich. Auf jeden Fall, ja. Also wenn ich wirklich gute Beratung haben möchte, dann kommt zu uns. Danke. Tschüss, Andi. Gerne.